Fröhlich, facettenreich und familiär. Das ist der Frohnau-Lauf. Bereits zum 36. Mal zieht es motivierte Läuferinnen und Läufer zum Sportplatz in die Schönfließer Straße, um gemeinsam den wohl schönsten Lauf im hohen Norden Berlins zu bestreiten. Dieses Jahr sind über 900 Teilnehmende gemeldet. Das ist ein absoluter Rekord. Überraschend ist das allerdings nicht. Schöne Stimmung, es ist super organisiert, obwohl es kreuz und quer geht. Überall stehen Streckenposten, also man kann sich nicht verlaufen. Hier ist sehr locker, es ist sehr entspannt, also es ist nicht so stressig wie bei den großen Läufen. Ja, das ist so familiär. Ich finde hier durch den Sportplatz zentral aus Brandenburg und weiter weg können wir welche anreisen, hier die Berliner sowieso. Fröhlich und ausgelassen ist die Stimmung vor dem Start. Doch bevor es für die Erwachsenen soweit ist, dürfen erstmal die Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ran. 1,2 Kilometer bzw. 1,8 Kilometer gilt es für die Kleinen zu absolvieren. Erst danach, um 10.45 Uhr, fällt der Startschuss für die Großen. Und der Frohnau-Lauf lässt keine Wünsche offen. Welche Distanz soll es denn sein? 5 oder 10 Kilometer, laufen oder walken? Doch egal für welche Strecke sich entschieden wird, es wird auf jeden Fall ein Kurztrip durch Berlins Gartenstadt. Also einmal ist hier ein schöner Sportplatz, wo man laufen kann, aber zum anderen eben auch in den Straßen. Es ist grün, die Wege sind schön und man kann durch die Natur laufen. Das macht ja Frohnau und den ganzen Bezirk Reinickendorf so aus. Facettenreiche Strecke und familiäres Setting. Auch dafür steht der Frohnau-Lauf. Doch nicht nur im Ziel warten Freunde und Familie. Unterstützung kommt von allen Seiten und Hausecken. Ich bin hier groß geworden und deswegen kenne ich einfach die Gegend und es ist immer wieder schön, hier zu laufen. Dadurch sieht man dann wirklich die Leute aus ihren Vorgärten zujubeln. Die Leute winken einem aus den Fenstern heraus, das macht richtig Spaß. Auch bei der nächsten Laufveranstaltung des SC Tegeler Forst habt ihr die Chance, Berliner Kieze zu erkunden. Und das sogar im Team. Am 29. Juni wartet der IKKBB Firmenlauf durch Mitte auf euch. Solltet ihr aber lieber in Reinickendorf bleiben wollen, gibt es ja auch noch den Halbmarathon im September. Bereits jetzt könnt ihr euch dafür anmelden. Natürlich werden auch diese Events spektakulär, spaßig und vor allem sportlich. Aber fröhlich, facettenreich und familiär, das ist und bleibt nur der Frohnau-Lauf.